Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Aether One. Wir sind hier im Arsenic House. Es schaut sehr minig und so industriell aus, denn wir sind ja auch hier gerade im Industriezentrum von Brimcliff. Oh, Marie P. Okay, ich habe keinen Code. Noch nicht. Oh, sie sind da. A5. Wo ist dieser S sein? Ich schreibe mal auf. A. Nein, es schaut eher noch am 5 aus, würde ich sagen. A5. Ist halt sehr auffällig da, würde ich behaupten. Ah ja, das wollte ich nur lesen. Zack. Arsenic House Pressure Relocation. 100, 100, 300, 200, 200. Warte mal, das ist... Also, das ist doch wichtig, oder? Ich schreibe mal das auch nur auf. 100. 100, 300. 200. 200. Irgendwas mit Pressure. Ich schreibe Pressure. Pressure ist ja Druck, also irgendwas mit der Druckregelung oder so. Zack, okay, habe ich notiert. Jetzt schauen wir da auch nochmal rein. Aha, ich habe jetzt drei Wege, was ich gehen kann. Und ich habe natürlich keinen Plan, mit welchem Weg ich anfangen soll. Ich gehe noch da rein. Also da ist ja mal die erste Möglichkeit, wo ich hingehen kann. Deshalb tue ich das jetzt einmal. Und da sehe ich schon einen Brief. Zusammenbruch. Sie sah vom Marktplatz aus, wie er in sich zusammenfiel. Ihre Ohren klingelten wegen des Lärms. Der Victory-Shaft kippte und fiel dann zusammen wie ein Kartenhaus im Windzug. Dicker schwarzer Rauch stieg empor. Sie sagte mir, dass sie in diesem Moment starr vor Angst gewesen sei. Der Victory-Shaft, keine Ahnung, was das ist, war gefallen und ein schwerer Unfall ereignete sich in der Mine. Für einen Augenblick befürchtete sie, wir wären beide tot. Aber ich war nicht dort. Es würde Jahre dauern, bis sie das verarbeitet hätte. Hä? Wir mussten hier weg. T. Fletcher. Für einen Augenblick befürchtete sie, wir wären beide tot. Aber ich war nicht dort. Keine Ahnung, das ist irgendwie seltsam. Kann ich da noch was? Nö. Oh mein Gott, das Gebiet ist so riesig. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Schaut mal, da ist ein Arsenic House. Ah, da schaut es ja noch dem Ding aus, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Ich glaube, die Tür, die geht auch noch. Okay, es ist die Tür C7? C7. Ich hab's aufgeschrieben. Nichts entgeht mir. Kann ich da? Muss ich da? Kann ich irgendwas? Wasser? Kübel? Nö. Okay. Gut, dann geh ich da. Ah, und da sind wir auch vorhin gerade gestanden. In dem Raum, bei dem Projektor. Okay, jetzt passt's auf. Ich habe ja da meinen schlauen Zettel. 100. Achso. 100. 100. 300. 2. Was ist denn da los? 200. 300, 200, 200. Pressure. Oder Pressure Control Terminal. Ja, aber soll ich vielleicht noch vorher umschauen, bevor ich da. Wo geht's denn da? Ah, okay, also schaut mal, es hängt eh alles zusammen. Ich tue das jetzt einfach, ist ja wurscht. Zack! It's not going to get any better.
This isn't going to get any easier for anyone. It says here that arsenic was a very useful byproduct of the tin refining process and is still used in many medicines and foods. The miners ground and burnt out any unwanted materials and then exported it for money. But in these quantities, it was extremely lethal. Accidents here were often fatal. Let's find out what happened here. Was hab ich da jetzt genau gemacht? Das Teil dreht sich jetzt. Das ist ja schon mal super. Ich kann da auch was machen. Boah, ist das hell. Also abschalten kann ich es nimmer. Also das heißt, es ist schon mal richtig, was wir machen, oder? Hoffe ich. Schau jetzt bei dem Regal, aber da steht eh nichts drinnen. Nö. Okay. Aber oh, was ist mit der Uhr los? Die Zeit vergeht aber schnell. Hilfe! Zu spät, zu spät. Ich komme viel zu spät. Da ist eine Masche, eine Schleife. Miner's Dry Arsenic House Orte. Kann ich irgendwas drücken? Zack! Es sind nur so Lampen, was leuchten. Rot ist ja nie was Gutes. Ach, schaut mal. Ist das das Arsen? Es schaut aus wie die Uhr, was wir oben gerade gesehen haben. Das dreht sich ja genauso schnell wie die Uhr. Harvey of Hail. Ich nehme es mit. Alles klar. So, Gasmasken habe ich eh schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, weil. Es ist stehen geblieben! Kann ich da reingehen? Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich darf es gerne ausprobieren, aber. Schaut mal, wie die Uhr. Das ist halt mal sehr auffällig, würde ich jetzt sagen, ne? Also, Warning, set grinder to 5 revolutions per hour for optimum export quality. Irgendwas mit 5. Achso, ich tu nur kriechen. Was ist denn? Ist das 1, 2, 3, 4, also auf half oder was? Life is slower and easier. The savings could be spent on our retirement or living comfortably. Ja. Fünf. Ich mag da reingehen, aber ich trau mich nicht. Geht da jetzt keine da. Soll ich da einfach mal reinjumpen? Ich bin einfach drüber gegangen und ist eh nichts passiert. Na ja, cool. Das dreht sich ja gar nicht mehr. Okay, ich hol mir jetzt einfach mal die Schleife, was da draußen hängt. Da ist ja so ein Reifen, ein Rettungsreifen. Oh Mann, dieses Gebiet ist riesig. Die Jean kann sich ihre scheiß Kommentare echt sparen. Pinwheel Industrial. Mit der stimmt irgendwas nicht. Ohne Witz. Also. Für was ist dies? Mann, ich verstehe das nicht.
Hey, da ist auch noch ein Hebel, schaut's mal. Vielleicht wird es doch ans Ziel, was ich jetzt gerade habe. Nee, aber ich konnte es auch nicht mehr rückgängig machen. Also es war schon richtig, so wie es scheint. Aber mir fehlt nur irgendwie was, weil... Na ja, da werden wir sicher noch drauf kommen. Oder ich schau jetzt nochmal geschwind hoch. Da hat sie noch nicht zusammengebaut. Na gut, ich gehe jetzt da nochmal runter. Da ist es weitergegangen. Da war die Schleife. Ah, okay, da geht es ja nicht weiter. Da ist irgendwas. Was ist denn das? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal da weiter, würde ich sagen. Da ist auch eingestürzt. Na gut, dann können wir eh noch da runter. Gibt's da was? Gibt's da was? Burton. Zack. Erst dieses Regal früher, würde ich sagen. Dies kennen wir schon. Was ist das? Ist so eine Tasse, die nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit. So. Sonst ist da eh nichts. Komische Musik hat gerade ertönt. Hey, ich hab so die Orientierung verloren. Es ist That's very loud. Schrecklich. Nein, ich gehe nicht auf die Schienen. Ich fühle mich doch nicht so wohl, wenn ich auf Schienen umherlatsche. Oh, Tramming. Eine Notiz. Teileanforderung Räder. Industrielle Teileanforderung Nummer 345. Wegen Feuchtigkeit innerhalb der Mine sind viele Wagen, die zum Erz- und Felstransport benötigt werden, in einem schlechten Zustand. Die hauptsächliche Problematik besteht darin, dass die Räder der Wagen aufgrund des wiederkehrenden Kontakts mit Wasser, das sich in den Gängen und Tunneln der Höhle angesammelt hat, rosten. Wenn die Räder einmal verrostet sind, sind sie nahezu unbrauchbar. Diese Anforderung ist für folgende Teile: 16x Wagenräder und 8x Achsen. K. Lewis. Okay. I'm really sorry for asking, but I thought I'd left them there. Hammer. Ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der sich meinen Hammer ausgeborgt hat, hat die Absicht, ihn zurückzubringen. Ich erwarte, dass er wieder hier ist, wenn ich aus den Minen zurückkomme. Wer hat den Hammer? Gib den Hammer zurück. Oh Gott, da gehe ich nicht rein. Oder Klo. Okay. Versteht es nicht. Das ist alles viel zu verwirrend für mich. Ich weiß nur, dass wir da vorhin so auf Flüstern gehört haben. Du sagst da, dass auf irgendwas passiert denn bei den Schienen. Da habe ich ein Flüstern gehört. Da oben. Ah, jetzt sind wir bei der Uhr. Mal schauen, wie wir da hochkommen überhaupt.
Malertagebuch Nummer 6. Heute war schlecht. Ich bin nicht zur Gruppe gegangen, weil ich meine Hausschlüssel verloren hatte und sie nirgends finden konnte. Ich wurde so ärgerlich und frustriert, dass ich all meine Schubladen ausleerte und jedes Polster und Kissen umdrehte, das ich besaß. Ich bekam wenig später einen Anruf von Dr. Edmonds und sie fragte mich, warum ich nicht in der Therapie gewesen sei, um meine nächste Sitzung vorzubereiten. Sie klang am Telefon besorgt, aber ich versuchte ihr klarzumachen, dass es mir gut ging und dass es keinen Grund gab, sich Sorgen zu machen. Manchmal fühlte sich die Verwirrung in meinem Kopf wie Lärm an. Zu viele Wege zum Entdecken, einige wesentlich dunkler als andere. Ich habe meine Bleistifte herausgeholt, um zu Hause zu malen und mich zu entspannen. Aber viele waren zerbrochen, sodass ich Kohle nutzen musste, um meine Ideen zu skizzieren. Das beruhigte mich. Später fand ich dann meine Schlüssel. Aus irgendwelchen Gründen waren sie oben im Badezimmerschrank. Wenigstens kann ich nun nächste Woche wieder in die Kunstgruppe gehen. Wo bin ich denn da jetzt? No one ever didn't say that wasn't what you thought they were. Does that make sense? Brimcliff Mine. Oh Gott, Leute, der kommt da nie wieder raus, ich sag's euch. Das ist doch der Anfang. Jetzt warte mal, gell? Das ist der Anfang. Komm ich da durch? Nee, das ist zugesperrt. Viel zu viele Wege gibt's da. Okay, jetzt sind wir wieder da heraus. Boah, mir taugt's da gar nicht, Leute. Ja, da oben ist die Schleife. Die kommen schon oder hoch. Glaube ich, hol es mal lieber gleich, sonst vergiss es. Oder? Oh, eben noch die Kunde. Was sind denn die? Ah, da ist. Was heißt das? Heißt das jetzt, wir gehen schon zu weit, oder? Was? Ich käme nicht raus. Ich mag nichts falsch machen. Hey, da drüben. Ein Geschenk. Ich erinnere mich daran, eines sonnigen Nachmittags nach der Schule nach Hause gekommen zu sein und auf dem Wohnzimmertisch ein seltsam geformtes Paket vorgefunden zu haben. Mein Vater hatte kürzlich aufgehört, in der Mine zu arbeiten und meine Mutter hatte mich unglücklicherweise verlassen, aus Gründen, die ich nie ganz begriffen habe. Ich denke, er wollte mich wissen lassen, dass er mich trotz der Umstände immer noch liebt. Mein Vater kam lächelnd nach unten, seine Augen etwas verloren, und bat mich, mich hinzusetzen. Er schob mir das Geschenk herüber und ich fing an, es zu öffnen. Im Inneren war eine Davies-Lampe, gereinigt und bereit für den Gebrauch. Es war Vaters, aus der Zeit, in der er in Devlin gearbeitet hatte. Sie hat mir alles bedeutet, Thomas. Sehr viel über den Thomas geht's da jetzt, hm? Komisch, wer ist denn der Thomas? Are you sure he was red? It just doesn't make sense.
Doch, ist nur von dem Maifest. Da unten geht's auch irgendwo hin. Village, aber da kommen wir wahrscheinlich eher noch nicht rein, oder? Nee, da kommen wir nicht rein. Okay. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung. J4. Ich weiß es nicht, für was ich das brauche, aber ich schreibe es mal auf. J4. Zack. Notiert. Komme ich nicht durch? Okay. Da waren wir schon. Hey, da hör auf, diese Geräusche machen. Steht auf der Säule auch was? Nö, oder? Nö. Ah, da vorne ist eine Masche. Komm ich da hoch? Nö. Okay, dann laufen wir geschwind darüber. I have sacrificed so much. Patients with these specific symptoms of dementia and at this stage don't come along often. And to be told that after 3 years of hard work and waiting that I have only 9 days to yield the results that they want, who the hell do they think they are? It's not my fault. I can only work with the restorers I'm given. Also es ist jetzt unsere Schuld, oder? Von den Wiederherstellern. Blöde du. Boah, mir geht die schon langsam so sehr auf die Nerven. Da ist ein Brief. Erinnerung, Post. Post vom Flur mitnehmen. Post öffnen. Post in wichtig und unwichtig einsortieren. Unwichtig Stapel in den Müll werfen. Wichtig Stapel im Briefregal legen. Alles klar. Heute Bettwäsche waschen. Nicht vergessen. Hey, keine Ahnung, wo ich da umherlatsche. Keine Ahnung. Drei von zwölf. Hey, muss ich da alle noch der Reihe? Das ist Nummer. Ich hab gerade flüstern gehört. Warte mal, da war jetzt Nummer 3. Stimmt, da war ja auch nur eine Tür. Da ist eine Schleife, ich hab's gesehen. You know, in the last 3 years of experimentation, I've worked with some very good restorers. Yet, none of them had the heart or the mind to get as far as you. I hope that you succeed where the others have failed. Our chances of continued funding rely on this. You won't let me down now, will you? Bin mir echt nur nicht sicher. Bin mir echt nur nicht sicher. Also Büro. Days since last accident. Also der Unfall war eben gerade erst, weil da keine Zahl steht. Tiefe meiner Station. Radio, der beruhigt mich immer irgendwie ein bisschen. Schon wieder so ein Zahlencode, Mann. Hä?
klar. Muss ich da irgendwas abstempeln oder so? Ich nehme das mal mit. Das da mal austauschen und den Beutel da hinten hin. Aber ich habe so einen Hammer eigentlich schon. Ich schreibe mal das einmal auf. Also 2804. Ja, jetzt habe ich es versaut. Oh! Okay, ich lasse es lieber offen. Pinwheel Post, 1. Februar 61. Brimcliff Mine erhält neuen Besitzer. Das wankende Unternehmen, die Brimcliff Mining Cooperative, hat einer Übernahme durch die Konkurrenz für 1,3 Millionen Pfund zugestimmt. Brimcliff gab an, dass ihre Konkurrenz, die Cornish Mining Co., angeboten hätte, das in finanzielle Nöte gelangte Unternehmen zu kaufen. Mit dem Aufkauf sind nun auch alle Aktiva und Investitionen des Unternehmens an die neuen Besitzer übergangen, inklusive der Brimcliff Zinnmine. Die Brimcliff Mine war seit über 100 Jahren aktiv. Aufgrund des finanziellen Drucks konnte die lokale Zinngesellschaft die Kosten für weitere Expansionen jedoch nicht tragen. Und wegen des geringen Outputs und den steigenden Kosten war eine Übernahme auf Dauer unvermeidbar. Naja, liebe Leute. I completely disagree. Ja, das hast du schon mal erwähnt, liebe Jean. Aber ich habe jetzt, glaube ich, so einen kleinen Überblick über diese Brimcliff Industrial Center Gebiet da. Sehr deutscher Satz. Erhaschen können. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, was wir da jetzt machen müssen, weil der eine Projekt am Anfang, den müssen wir irgendwie zusammenbauen. Aber ich weiß nicht so genau, was wir da machen müssen. Aber wir werden es vielleicht herausfinden in der nächsten Episode von Aether One. Bis dahin.